Ich zeige Ihnen hier, wie Sie die Größe eines Fotos anpassen können. Zudem lernen Sie, wie Sie das Foto auch drehen können. Als erstes öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten. Und zwar über Datei öffnen oder Sie können auch gleich dieses Symbol hier benutzen. Nun wählen Sie das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten. Ich nehme hier gleich eines, das unter Bilder gespeichert ist und wähle Öffnen. Nun öffnet sich das Bild und Sie können dieses nun bearbeiten. Als erstes empfehle ich Ihnen gleich, diese Ebene zu duplizieren. Das heißt, Sie wählen die Ebene an und anschließend auf das doppelte Ebene-Symbol. Nun haben Sie zweimal dieselbe Grafik auf verschiedenen Ebenen. Nun klicken Sie hier diesen Haken weg, damit das hintere Foto nicht mehr sichtbar ist. Nun gehen Sie auf Bild und dann auf Größe ändern. Geben Sie nun die neue Größe des Fotos ein, die Sie haben möchten. Ich empfehle Ihnen, diesen Haken hier Seitenverhältnis beibehalten, unbedingt zu behalten, denn sonst verzieht es Ihnen das Foto. Also entscheiden Sie sich, ob Sie die Breite oder die Höhe entscheidend ist. Ich gebe hier mal 2000 ein. Sie sehen, der Rest wird gleich selbst eingefügt, da das Seitenverhältnis beibehalten bleibt. Sie können auch hier prozentual gleich eingeben, dass Sie das Foto nur in der halben Größe haben möchten. Dann wählen Sie hier prozentual und geben hier eine Prozentzahl ein. Wählen Sie anschließend auf OK und nun wird das Foto in der Größe angepasst. Wenn Sie das Foto nun noch drehen möchten, empfehle ich Ihnen zuerst etwas herauszuzoomen, dass Sie das ganze Foto gleich sehen. Das können Sie, indem Sie diese Lupe hier benutzen. Klicken Sie auf die Lupe und klicken anschließend mit der rechten Maustaste auf das Foto. Somit zoomen Sie heraus. Wenn Sie die linke Maustaste benutzen, dann können Sie heranzoomen. Nun wählen Sie hier wieder das Verschieben-Werkzeug. Vergewissern Sie sich hier, dass Sie sich auf der aktiven Ebene befinden. Falls nicht, wählen Sie es an. Und nun können Sie mit gedrückter rechter Maustaste das Foto drehen. Somit können Sie das Foto noch ein bisschen anpassen oder auch drehen. Wenn Sie es loslassen, dann werden diese Einstellungen so übernommen. Wenn Sie nun diesen Ausschnitt, ich zoome hier nochmals ein bisschen weg, wenn Sie nun diesen Ausschnitt haben wollen, ohne hier das Foto schräg abgeschnitten zu haben, müssen Sie nun das Foto neu auswählen, den Ausschnitt, und dieses so zuschneiden. Das machen Sie folgendermaßen, indem Sie hier auf das Auswahlwerkzeug klicken, dann gehen Sie auf das Foto und ziehen einen rechten Auswahlviereck auf. Achten Sie nun darauf, dass Sie nirgends über das Foto hinauskommen. Jetzt können Sie dieses auch noch anpassen, indem Sie das Auswahl-Verschieben-Werkzeug nehmen und an den Ecken dieses nochmals ein bisschen korrigieren. So. Nun gehen Sie auf Bild und auf Markierung zuschneiden. Jetzt, da Sie das Foto sauber zugeschnitten haben, Sie können nun schauen, wenn ich hier dieses überlagere oder nicht, dann ist es, vorhin war das Foto so und nun ist es so korrigiert, ein bisschen gedreht.